Wie ihr sehen könnt, war ich auf Malta und das lag daran, dass ich mein Abi geschrieben habe und fertig damit war. Und ich habe mir von Anfang an gesagt, wenn ich fertig bin mit dem Abitur, möchte ich unbedingt irgendwo hinreisen. Und da ich eine ELS-Sprachreise gewonnen hatte von Visit Malta und ELS-Sprachreisen, habe ich mir gedacht, dass ich das jetzt einfach mal nutzen kann und eben nach Malta fliegen kann. Die letzten 2 Jahre habe ich größtenteils mit Lernen verbracht für die Schule und ich bin ehrlich, ich bin auch echt froh, dass es jetzt vorbei ist. Natürlich hatten wir auch richtig viele schöne Momente. Wir hatten sehr viel Spaß zusammen. Wir hatten Chemie, was jetzt nicht ganz so spaßig war, aber das Pausen war cool. Und auch die letzten Wochen in der Schule, also mit Abi-Streich und Mottowoche und sowas, das war wirklich richtig schön. Aber ich bin ehrlich froh, dass es vorbei ist. Ich werde es bestimmt vermissen, aber ich habe es geschafft. Ich bin fertig. Beziehungsweise war ich das vor 2 Wochen. Und weil ich eine ELS-Sprachreise gewonnen habe, dachte ich mir, dass ich jetzt einfach mal wegfliegen kann. Und nachdem ich von dem 18. Geburtstag einer Freundin gestartet bin, mein Flixbus viel zu spät gekommen ist, ich fast meinen ersten Flug verpasst habe und danach 6 Stunden auf einen zweiten Flug warten musste, bin ich endlich in Malta gelandet. Aber nochmal ganz von vorne. Ich hatte das Glück, dass mich eine Freundin mit zu dem Geburtstag genommen hatte. So musste ich eben nicht in meinem Rucksack mit Bus und Bahn fahren und mit meinen 820 extra Taschen. Und nachdem wir dann richtig schön hat gefeiert haben, das war auch eine echt schöne Party, hat sie mich dann auch zurück zum Hauptbahnhof gefahren. Da ist ein Bus. Hoffe ich. Nice. Mann, Marie, mein scheiß Bus kommt einfach 19 Minuten zu spät. Ich bin gerade am Flughafen angekommen und in 5 Minuten macht mein Gate zu. Also wenn die jetzt so eine Scheiße. Ich kann nicht reden. Also mich haben irgendwie alle Leute vorgelassen. Security Check, also ich muss hier. Und ich muss nach oben. Nee, nach unten. Scheiße. Aber da stehen auch welche auf dem Flugzeug. Fuck. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Nach dem ganzen Stress und immer noch in meinem Geburtstagskleid und einem Hoodie bin ich jetzt in Bari gelandet und hier versuche ich gerade in mein Mikrofon zu sprechen, um dann festzustellen, dass es beim iPhone gar nicht geht. Nice. Und dann sind die Jungs gekommen und mein Handy ist umgefallen. Das Ding ist, ich bin jetzt halt in Bari gelandet und ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, weil ich habe halt überlegt, ob ich zum Strand gehe. Spoiler Alert, ich bin natürlich nicht zum Strand gegangen. Dafür habe ich nochmal in mein Mikrofon reingesprochen, nur um zu merken, dass es immer noch nicht funktioniert. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist oder was ich gesagt habe, aber irgendwie habe ich hier so ein paar Side-Eyes gegeben, keine Ahnung. Yeah. Es ist 11.47 Uhr. Das heißt, ich warte hier seit 1,5 Stunden. Theoretisch müsste schon immer irgendwer da sein, der mich abholt. Und deshalb gehe ich einfach runter und gucke, ob ich irgendwen sehe mit so einem komischen Schild. Oh. Also ich habe keine Ahnung, ob jetzt noch andere dazukommen, aber ich habe jetzt so ein fettes Ding hier so, also so eine fette Küche und Wi-Fi. Das ist mein Bad. Das ist mein Zimmer. Alter, der Typ, der ist gerade bei 60, der 120 gefahren. Ich war so wie, boah. Ich habe gerade festgestellt, dass das hier eine Ferienwohnung ist und kein Hotel. Und ich habe irgendwie damit gerechnet, dass es heute Abend was Leckeres zu essen gibt. Und etwas wie das Lebensmittel einkaufen, weil ich habe sonst nichts zu essen.
Es ist Sonntag, dementsprechend haben alle Läden zu. Ich habe keine Steckdose und kein Essen. Fantastisch. Pizza! Man sieht nichts wegen der kalten Wasserflasche. Ah. Geil. Nice. Von meiner lieben Nachbarin habe ich einfach einen Adapter bekommen. Und die haben auch gesagt, wo ich einkaufen gehen kann und auch mit der Bushaltestelle irgendwie, also mit den Busfahrkarten, weil ich irgendwie auch keine Ahnung, die Busfahrer mir irgendwie keine Antwort geben konnten. Deshalb habe ich jetzt die gefragt und ich warte jetzt auf den Sonnenuntergang und dann gehen wir Bilder machen. Dann war auch schon der nächste Tag und ich bin mit meiner Mitbewohnerin, die kam am Abend, noch dann zur Sprachschule gegangen. Dort war ich dann in einem B2-Kurs, bin dann aber am nächsten Tag in den C1-Kurs gewechselt, weil das irgendwie relativ einfach war. Dann war ich mit ein paar Leuten, die ich dort kennengelernt habe, in der Mittagspause eine Runde draußen und bin wieder nach Hause gegangen. Und dann bin ich zum Strand gegangen und habe wirklich Bilder gemacht. Let's go to the beach. Gelandet. Eigentlich wollte ich ja runter zu der Kapelle, aber irgendwie bin ich von Medina gelandet und deshalb gehen wir jetzt immer zum Medina Gate. Da wollte ich eigentlich auch hin und habe das dann aber auf meiner Liste gestrichen, weil ich dachte, das ist zu viel und so, aber nö! Nice! Ich habe so Angst, überfahren zu werden. Ah! Auto! Oh! Die hätten doch nicht wegen mir so einen Aufstand machen müssen, Mensch, wie nett! Tag nicht so perfekt enden kann. Ich bin an dem Abend fast nicht mehr nach Hause gekommen. Ich stand 2 Stunden an der Haltestelle, an der mein Bus einfach nicht aufgetaucht ist. Ich habe dann 2 super liebe Locals kennengelernt, die mit mir bis zur Hauptstadt gefahren sind und mich dort noch zur Haltestelle gebracht haben. Da habe ich dann den letzten Bus des Tages bekommen. Oh mein Gott! Der nächste Tag startete mit voller Motivation und dann bin ich in die Sprachschule wieder gegangen und hatte dort ein bisschen Unterricht. Bin in der Mittagspause wieder mit ein paar Mädels essen gegangen. Das war übrigens so dieses Café am Wasser. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Ich bin wieder zu Hause und jetzt gibt's fette Nudeln. Yay, mit Wasser. Fantastisch! Aber Erbsen sind eklig.
auch nice, aber das, der ist direkt daneben, das heißt Riviera Bay, der ist zehnmal schöner. Können wir da zusammen gehen? Ja, können wir da abends trinken? Heute wollen wir nach Melilla zum Pop Eye Village. Ich weiß nicht, das müsste irgendwo hier sein. Und dann noch zum Golden Bay. Da, wo gerade die Hauptstelle ist, die Hauptbaustelle ist, gibt es eine Haltestelle. Also suche ich jetzt die andere, wo ich auch hin kann. Nice. Ich habe mal wieder an der falschen Seite gewartet und bin jetzt in die falsche Richtung gefahren. Aber der Bus in die richtige Richtung kommt in 4 Minuten. Yeah. Ich rede jetzt mit den Bussen hier irgendwie nicht hin, deshalb laufen wir jetzt. Nice. Tatsächlich lag es diesmal mit den Bussen gar nicht an mir. Es ist einfach kein Bus nach Pop Eye Village gefahren. Deshalb habe ich mir rückzu dann ein Volt-Taxi mit den Mädels hier genommen. Die habe ich irgendwie zufällig kennengelernt und die wollten auch zum Golden Bay und sind mit gleich zusammengefahren. Zu Hause und dreimal dürft ihr raten, was es heute zu essen gibt. Also ich habe ja Schulschluss. Beziehungsweise eigentlich nicht, aber ich möchte halt in den Süden von der Insel und ich glaube, ich habe das nicht, wenn ich bis zum Ende von der Schule bleibe, deshalb gehe ich jetzt schon. I'm home and my hair looks frizzy. Yeah. Wie ich gleich mitbekommen werde, waren meine Haare nicht das einzige Problem. Ich hatte keinen Strom mehr. Ich weiß nicht, was da passiert ist und ich habe auch versucht, das irgendwie zu reparieren, wie man sehen kann. Hat das fantastisch funktioniert. Aber naja, auf jeden Fall bin ich dann irgendwann losgegangen, weil ich es einfach nicht hinbekommen habe. Aber das seht ihr jetzt auch. It isn't working! I can't fix it. Eigentlich zum St. Julian's Bay zu fahren mit dem Bus. Leider ist dieser aber irgendwo stecken geblieben und ich muss aussteigen und laufen und es war wirklich so lange, es war so warm, aber ich habe diese 3 Mädels kennengelernt und die wollten da auch hin und dann sind wir zusammen gelaufen. Das war eigentlich echt ganz schlecht. Volt bestellt, weil ich will jetzt die ganze Scheiße hier zurücklaufen. Nachdem ich mir den Hafen im Masaksdok angeguckt habe, bin ich nach Valletta gefahren. Welcome to Valletta. We are here now and we gonna walk to the upper irgendwas gardens. Yeah. I said yeah. Woo! Woo!
nur Hunger und hier gibt es richtig nice Falafel. Gehen wir jetzt in die Upper. Ich habe schon vergessen, das heißt. Ich habe voll dieses Kanonenschießen verpasst. Eigentlich feuern die, ich glaube, 12 und 16 Uhr oder sowas, feuern die diese Kanone immer so ab. Fotospot Nummer 2. Wir sind wieder in St. Paul's und wir fahren jetzt an den Strand. Ich bin wieder falsch gelaufen. Weil ich möchte meinen Ansatz, also ich möchte meine Haare wieder braun haben, damit mein Ansatz nicht mehr so weird aussieht. Los geht's! Last time of the day. Today I'm in Sliema. Ich bin wieder in St. Paul's Bay. No, not Bay, just St. Paul's. So we're gonna grab some food now. Okay, danke. Tschüss. Guten Morgen, genau, es kommt zum letzten Schultag. Und ich habe hier dunkle Haare. Oh mein Gott, sieht so anders aus. Ich habe meine Pizzen so ein bisschen verbrannt gerade. Ich habe die wieder aufgebacken und naja, passt schon. Also, ich bin jetzt fast eine Woche auf Malta und es ist wirklich richtig schön hier. Tatsächlich hat mir die eine Woche eigentlich relativ gut gereicht, alles zu sehen, was ich sehen wollte. Ich war nicht auf Roso, vielleicht hole ich es irgendwann nach, aber hier habe ich alles gesehen, was ich sehen wollte. Ich würde das Fazit mal von zu Hause aus machen, weil man durch den ganzen Verkehrslärm einfach nichts verstanden hat und das mit den Kopfhörern auch immer noch nicht funktioniert hat. Jedenfalls habe ich auf der Reise hier relativ viel gelernt. Nicht nur mein Englisch ist besser geworden, ich habe auch gelernt, dass alleine reisen nicht einsam reisen bedeutet. Ich habe so viele Leute kennengelernt, ob es jetzt die Leute in der Sprachschule waren oder Leute, die ich einfach
unterwegs getroffen habe, also auf dem Nachhauseweg, am Strand oder sonst wo. Und ich glaube, ich bin auch generell einfach an der ganzen Sache total gewachsen, weil ich einfach viel offener geworden bin. Ich musste Leute ansprechen, um irgendwie Kontakt aufzubauen. Und da ich halt nicht nur in meiner engen Gruppe war, sondern einfach ein bisschen rausgegangen bin, habe ich super viele Leute kennengelernt und bin einfach auch total aus mir rausgekommen. An dieser Stelle auch nochmal ein Riesendank an ELS Sprachreisen und Visit Malta, durch die dieser Trip überhaupt zustande gekommen ist. Aber jetzt heißt es für mich erstmal ab nach Hause. Ich hoffe wirklich, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn ja, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben oder ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss!